Hallo, Leute, herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge. Wir hatten ein Knife aus jeder Kiste, bis wir insolvent sind. Plasma 2 ist nach wie vor dran. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, 25. Diesmal sind es 20 Kisten, mehr kann ich mir nicht leisten. Ich gehe jetzt schon broke, okay? Okay, also. Wir haben die Prisma 2. Beim letzten Mal konnten wir tatsächlich einen Redskin ziehen. Das habe ich ja ganz vergessen. Leider kein Stat FN. Es war nur viel Tested und 12 Euro wert. Aber immerhin, ja? Immerhin. Und heute wird es wieder Zeit für Snipe. Ich habe schon so lange kein goldenes Symbol mehr gesehen. Also es wird doch an. Also es wird Zeit, dass wir das wieder bekommen, oder nicht? Ja? Das wäre doch nur fair. Oder was sagt ihr? Rare Speciale Item. Do it. Okay, wir starten mit zwei Blau. Schlechtes Gefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das Feeling nicht da. Beim letzten Mal haben wir mit Purple gestartet. Das war ein guter Start. Jetzt mit zwei Blue. Drei Blue. Oh oh. Ja. Und hier, das Ding war nämlich auch ziemlich nice. Minimal Wear Stat Track. Pink Skin. Auch recht selten. Ja, vor allem halt Stat Track ist ja nochmal ein Ticken seltener. Oh, die Glock. La Purple. In Field Destit. Naja, naja, nehmen wir mit, machen wir weiter. Prisma 2. Und wie gesagt, für Leute, die jetzt nicht genau wissen, was ich da mit dem Hand meine, wir gehen von günstig zu, ne, nächstgünstigen Preis der Kisten und wir bleiben bei der Kiste so lange, bis wir Knife gezogen haben. Das kann über Wochen und Monate und Jahre hinweggehen. Wir gucken mal. Aber wie mein Luck zurzeit ist, könnte die ein oder andere Kiste vielleicht jedoch recht zügig gehen. Maybe. Da war die Swag 7, die wir gesehen haben. Und absolut nix. Alles war blau. Ich glaube, wir können uns fast glücklich schätzen, dass wir eine Battlescard Stat Track Blue MP gezogen haben. Einmal hier ein bisschen streicheln. Ne? Gut. Wir gehen mal zu unserem kleinen Geheimtrick über hier. Wir schütteln das Knife nach oben. Wir wackeln es nach oben. Es hat nicht funktioniert. Es war ein Reinfall. Wir haben Stat Track nach oben geschüttelt. Okay. Heute ist der Stat Track Tag. Vielleicht deswegen noch ein Redskin Stat Track? Nicht, dass ich zu viel will oder verlangen, ne? Die AK ist übrigens auch sehr, sehr geil. Also, ich glaube, die kostet auch das ein oder andere Stückchen. Die AK. Wir gucken mal ganz kurz. Ich glaube, Stat Track kostet sie einiges. In Stat FN kostet sie 40 Euro. Okay, ja, doch, das kommt hin, weil die Redskins sind nicht so super teuer. Die in Stat FN 40 Euro. Die sieht aber nice aus. Oder? Wie findet ihr die? Ich finde die ganz gut. Swag 7 wieder. Und gar nichts. Okay, ja, diese Runde sieht nicht so nice aus. So, das Feeling ist gerade nicht da. Aber vielleicht werden wir deswegen besonders krass überrascht. Ja. Nein. Ratter, ratter. Oh. Ich glaube, ich habe Nieten gekauft. Ich glaube wirklich, ich habe Nieten gekauft. Ein Quick Opening. Oh. Noch ein. Wir machen noch ein Quick Opening. Oh. Alle guten Dinge sind drei. Ah, yikes. Das ist ja alles dasselbe. What the heck? Okay, chill. Was war das für ein Unsinn? Machen wir nie wieder. Nein, mein anderer Skin. Ah, das war ja wohl. What the freaking hell ist das für eine Battlescard-Geschichte hier? 0,94. Vorletzte Kiste sind wir schon. Das war heute ein sehr schlechtes Case-Opening. Das kann man nicht anders sagen. Ja, das war eine Katastrophe. Aber so sind die normalerweise. Ja, und ich glaube, die nächsten 500 Cases wird das so weitergehen. Es sei denn, wir haben nochmal ein Fünkchen Glück dabei. Nicht heute. Das war ein Reinfall. Also mal, aber mal volle Möhre. Wir haben hier angefangen.
Wir haben ein Purple Skin. Zwei. Wir haben zwei Purple Skins, das war's. Einmal in Field Tested und einmal in Field Tested. Wow, okay. Das war ziemlich schlecht. Da war das vom letzten Mal definitiv besser. Aber so ist das nun mal. Ja, so ist das Leben. Damit haben wir 42 Euro aus dem Fenster geschmissen für ungefähr 1 Euro, den wir zurückbekommen haben. Deswegen lasst die Finger von den Case Openings. Lasst das ein Profi machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Rein. Tschüss.